Wie sieht es mit Rassismus im Glauben aus? Was hat der Koran, die Sunna und die Bibel dazu? Vorchristliche Zeit gab es schon die Sklaverei. Und die Sklaverei finden wir trotz allem auch in der Bibel. Zumindest hat man das so ausgelegt. Es geht eigentlich vielmehr um die Söhne von Noah. Noah hatte 3 Söhne gehabt und alle Menschen, alle Stämme stammen von denen ab. Laut der monotheistischen Glauben sind alle Menschen auf der Erde Nachkommen von 3 Stammvätern. Sam, Ham, Japhet. Man sagt, Sam ist der Vater von den Juden, Ham der Afrikaner und dunkelhäutige Menschen und Japhet von den Europäern. Und jetzt fängt das Problem an. 1. Mose Kapitel 9, Vers 22. Da heißt es, als Noah betrunken war, er war betrunken gewesen, für uns Muslime war er natürlich nicht betrunken, aber in der Bibel stehen diese Sachen geschrieben. Und sein jüngerer Sohn Ham hat seine Blöße gesehen und verriet draußen seinen Brüdern davon. Und als Noah nach seinem Rausch davon erfuhr, verfluchte er sein Enkelkind Kanaan, der Sohn von Ham. Da sagte er laut Bibel, verflucht sei Kanaan. Er sei ein Knecht seiner Brüder und Kanaan sei sein Knecht. Und in Jesaja Kapitel 20, Vers 4 steht geschrieben, wie diejenigen, die Nachkommen von Kanaan, einfach vertrieben wurden. Männer und Greise, nackt und barfuß und mit entblößtem Gesäß zu Schande. Kanaan wird wegen Ham verflucht. Und es wird auch wirklich gesagt und geglaubt, dass Ham der Stammvater der Afrikaner ist. Der Äthiopier, Sudan und die halt aus diesem Gebiet kommen. Äthiopien, Sudan, die Afrikaner, der Stammvater ist derjenige, der verflucht wurde. Jetzt kommt das Problem, Talmud. In Sanhedrin steht geschrieben, dass der Sohn Ham Geschlechtsverkehr hatte mit seinem Vater, mit Noah. Wo steht es geschrieben? In Talmud Sanhedrin. Nicht nur das, sondern es steht auch im selben Talmud geschrieben, dass nachdem der Sohn mit seinem Vater Geschlechtsverkehr hatte, dass sein Nachkommen schwarz wurde. Und aus dem Grund kommen die Schwarzen. Nachdem halt Ham das Geschlechtsverkehr ausgeübt hat mit seinem Vater, wurde er verflucht. Noah hat seinen eigenen Sohn verflucht und der Sohn wurde schwarz. Sein Nachkommen Kanaan wurde schwarz. Und das ist purer Rassismus. In Jeremia Kapitel 13, Vers 23 steht geschrieben, kann ein Moor seine Haut verwandeln? Moor ist wie das Wort N. Das Wort N, I-G-G-E-R. Dasselbe Wort wurde damals in der Bibel geschrieben. Das hat man heute umgeändert. Man hat heute in den verfälschten Bibel Sachen rausgenommen. Und manche Übersetzungen haben das drinne gelassen. Und manche haben das ersetzt mit schwarz, obwohl da Moor geschrieben steht. Und Moor ist eine Beleidigung. Das Wort wurde ersetzt mit schwarz. Und das ist der wahre Grundstein für Rassismus. Weil der Sohn verflucht wurde in der Bibel, haben einige so ausgelegt. Einige Christen auch, in den Exegeten, teilweise steht es auch geschrieben, wird auch bestätigt, dass diese Sache so entsteht, dass einige das so aufgefasst haben. Es gibt immer noch Christen, die das so ausgelegt haben. In Amerika haben die Christen gesagt, Jesus ist ein Weißer, Gott ist weiß, nicht schwarz. Deswegen musst du einfach diesem Gott auf eine Art und Weise dienen, indem du den Weißen dienst. Du bist der Sklave erstmal von den Weißen und erst dann kommst du zu Gott, weil unser Gott ist weiß, Jesus weiß. Aus diesem Grund haben sie so ausgelegt, die Amerikaner, und haben mit den ersten Schwarzen so missioniert. Und der Schwarze hatte keine andere Möglichkeit gehabt, außer zu gehorchen. Der Gott ist weiß und dem musst du halt dienen, indem du den weißen Menschen erstmal dienst. So haben die das ausgelegt. Wir sagen nicht, das ist jetzt biblisch, das ist nicht biblisch, aber die haben das so ausgelegt. Punkt, Ende, aus. Und aus diesem Grund sterben halt Schwarze wie George Floyd. Oder wie halt Rodney King werden die attackiert. Der Grund dafür ist einfach die Auslegung, dass sie falsch ausgelegt haben. Im Koran, im Islam ist es keineswegs möglich, den Islam so auszulegen, dass man Rassismus predigt, dass man für Rassismus ist. Der Islam ist immer gegen Rassismus gewesen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam verabscheute Rassismus.
Eines Tages hat ein Sahabi zu Bilal gesagt, du von einer schwarzen Frau. Und der Prophet hat es gehört und hat sich abgewendet von ihm. Er verabscheute das Wort. Er hat sich geekelt von diesem Wort, bis dieser Sahabi sich entschuldigt hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum, inna Allah atqakum, inna Allah alimun khabir. O ihr Menschen, wir haben euch von männlichen und weiblichen Wesen erschaffen und wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Gewiss, der Geehrteste von euch ist bei Allah der am Gottesfürchtigsten. Gewiss, Allah ist allwissend und allkundig. Dann heißt in einem Hadith, Ya ayyuhalladhina inna rabbakum wahid wa abakum wahid. Und zwar, O ihr Leute, ihr Menschen, euer Herr ist einer und euer Vater ist einer. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass er allein Gott ist und dass wir allein nur Adam als unser Vater haben, weil wir von ihm kommen, sagt er was? Der Araber ist nicht besser als Nicht-Araber, denn Nicht-Araber ist nicht besser als ein Araber. Und dann, وَلَا لِأَحْمَرْ أَلَىٰ أَسْوَدْ وَلَا أَسْوَدْ أَلَىٰ أَحْمَرْ إِلَّا بِتَقْوَىٰ. Ja, und zwar, der Weiße ist nicht besser als der Schwarze ist nicht besser als der Weiße, es sei denn, er ist gottesfürchtig. Mir fällt ein Hadith ein, was halt in Bukhari überliefert wird, dass eine farbige Frau, die immer wieder Moscheen sauber gemacht hat, geputzt hat, freiwillig natürlich, oder halt Mann oder Frau, da ist man uneinig, die verstarb. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat darüber yani spät erfahren, ja, und hat seine Sahaba gefragt, wieso habt ihr mir das nicht erzählt, dass diese Frau oder Mann, wie auch immer, die farbig war, gestorben ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist zu dem Grab gegangen und hat das Totengebet verrichtet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, hört und gehorcht. Wenn ein Äthiopier, ein Schwarzer zum Herrscher gewählt wird, habt ihr ihn zu gehorchen. Auch wenn sein Kopf wie eine Rosine aussieht. Auch wenn es ein Schwarzer ist, müsst ihr ihm gehorchen. Auch wenn er aus Äthiopien ist, müsst ihr ihm gehorchen. Das sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Islam gibt Rassismus keine Chance.